So, ihr Lieben, ich bin jetzt im Auto und warte jetzt auf meinen Angelkumpel, den Jörg. Denn heute wollte ich euch einen ganz speziellen Fisch vorstellen, und zwar die Quappe. Und das ist ein echt tolles Video, also bleibt dran. Ja, die Quappe. Viele von euch wissen ja, dass ich mich engagiere nicht nur für den Amphibien- und Reptilienschutz, sondern tatsächlich auch für den Fischschutz. Ich angel natürlich sehr gerne, ich esse sehr gerne Fisch, aber ich persönlich möchte meinen Fisch selber fangen, nachhaltig denken und nicht darauf angewiesen sein, dass mir die Netze das Ganze, den ganzen Meeresgrund kaputt machen. Deshalb bin ich auch Angler geworden. Dazu gibt es übrigens auch ein eigenes Video. Die Angler haben uns für den Fischschutz engagiert. Und es ist ein ganz, ganz tolles Buch rausgebracht worden vom Fischereiverband Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem Ruhrverband, mit dem Fischereiverein in Hamm. Und da möchte ich nochmal ganz kurz betonen, der Siegfried Kuss ist da ein ganz, ganz toller Ansprechpartner, also in Bezug auf die Quappe. Denn er hat dazu beigetragen, dass dieses Schutzprojekt mit dem Markus Kühlmann vom Ruhrverband so richtig stark geworden ist und Anklang gefunden hat. Also da auch nochmal an die beiden Jungs und noch ganz, ganz viele andere ehrenamtliche Helfer. Vielen, vielen Dank. Super Sache. Die Quappe ist, wie ihr schon wisst, in vielen, vielen Flüssen in Deutschland oder beziehungsweise in Europa selten geworden. Und das hat natürlich ganz, ganz viele Faktoren, warum die selten geworden ist. Zum einen hat sich die Wasserqualität damals verschlechtert. Die Flüsse sind stark verbaut worden. Es gab Wehre, es gab Stauseen, es gab unüberwindbare Hindernisse in Flüssen und die Quappen konnten gar nicht zu ihren Laichgebieten. Und dann etwas ganz, ganz Wichtiges, was nochmal in diesem tollen Buch auch ganz nochmal beschrieben, ganz gut beschrieben wird. Die Quappe ist ein Fisch, der ganz, ganz dringend auf Auen angewiesen ist. Das wussten viele Leute überhaupt gar nicht. Die haben gedacht, die Quappen wandern einfach, legen ihre Eier irgendwo in den Oberläufen der Flüsse ab und verziehen sich dann wieder. Und da kann es ja nicht dran liegen, dass die einfach verschwindet. Aber Quappenbrut braucht es warm, seicht und mit ganz, ganz vielen Nährstoffen. Also ganz, ganz kleinen Wasserflöhe, Phytoplankton, also alles, was da so kreucht und fleucht, damit sie schnell groß werden. Und natürlich ein bisschen Wärme, wobei die Quappe ja eigentlich Kälte liebt, aber die Jungtiere brauchen auch ein bisschen Wärme fürs Wachstum. Und deshalb sind Überflutungsauen natürlich ganz, ganz wichtig. Genau das gleiche wie für den Hecht braucht die Quappe auch. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, sind natürlich diese ganzen Auen, Nebengräben, Nebengewässer, alle zugekippt worden damals. Man hat viel landwirtschaftliche Fläche genutzt und ausgebaut. Und das, was die Quappe fehlt, sorgt natürlich dafür, dass die Brut sich gar nicht gut regulieren kann in Form des Wachstums und dann verschwindet sie. Ja, so hat der Siegfried Kuss zusammen in Paderborn, oben die Ecke Lippstadt, bei Lippstadt glaube ich war das, haben die eine Population der Quappe aus der Lippe noch gefunden, entdeckt und davon Elterntiere genutzt, um die am Möhnesee vom Ruhrverband nachzuziehen. Und da hat der Markus Kühlmann eine ganz tolle Anlage mit seinem Team zusammengebaut und auf die Beine gestellt. Und dort werden die Quappen auch gezüchtet, herangezogen. Und man, also die Quappe nachzuzüchten, war sowieso schon etwas ganz Besonderes, weil das gab es noch gar nicht. Das ist erst jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren ist das erst in Gang gebracht worden, das zu erforschen. Was braucht die Quappe eigentlich, um groß zu werden? Dass ihnen die Aue fehlt, weiß man. Aber was fressen die? Was für Bedingungen brauchen die? Und das haben die im Ruhrverband ganz gut gelöst, ausprobiert, haben tolle Elternfische aus diesem Bereich gefangen und abgestriffen. Und in so Einzugsgläsern wurden die dann erbrütet. Und jedes Jahr werden jetzt in ganz vielen Flüssen, wird die Quappe auch wieder unterstützt. Man hat also in der Ruhr, in der Ems, in der Steinfurter Ahr, im Rheineinzugsgebiet, in der Lippe natürlich, hat man die Quappen dann auch ausgesetzt und man hat festgestellt, hey, das Projekt bringt etwas. Und nicht nur das, die Quappe ist sogar gut jetzt auszusetzen, weil sie nämlich tatsächlich die Grundel, die invasiven Grundelarten auffrisst und natürlich dazu beiträgt, dass die auch weniger werden. Ja, man hat die Fische besetzt und wie ihr wisst, sind Naturschutzprojekte natürlich auch
kostenaufwendig, ja? Man kann nicht einfach so sagen, ach, ich habe Lust, das zu tun und züchte jetzt die Quappe. Da sind Wasserkosten, da sind Spritkosten, da sind Temperaturkosten zum Aufwärmen, Stromkosten, alles, was dazu gehört, Futterkosten. Das muss von irgendwo herkommen. Und dann werden natürlich auch so Gelder von uns Anglern mitgestützt, über die Fischereiabgabe tatsächlich. Aber die Angler muss man auch ein bisschen motivieren. Und da hat sich der Fischereiverband gedacht, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, das Projekt ins Leben zu rufen, Artenschutz durch Nutzung. Ja? Jetzt denken einige von euch, da kann man doch nicht Tiere züchten, die auf der roten Liste stehen und die dann auch nutzen. Doch, Leute, genau dann, wenn andere Leute auch davon profitieren, dann setzen die sich für den Schutz natürlich noch mehr ein. Egal, ob das auch Gelder sind, die dafür aufgegeben werden. Und die Tiere vielleicht auch entnommen werden. Aber dadurch hat man Mittel zur Verfügung, um diese Bestände aufzubauen. Und siehe da, das Projekt läuft. Es ist sogar eine App entwickelt worden. Die möchte ich euch auch mal zeigen. Eine ganz tolle Sache. Und da kann man dann zum Beispiel seine Quappen auch melden. So, schaut mal hin. Und da ist die App. Da sieht man sie. Quappen. Ja. Und eine ganz tolle App. Da gebe ich dann einfach ein, zeige ich euch mal ganz kurz, wo wurde die Quappe gefangen, ne, wer hat sie gefangen, wurde die Quappe auch entnommen, dann nochmal die Position. Und mit solchen Daten kann man ideal arbeiten, gerade so auch wir Gewässerwarte von den Flüssen. Wenn wir die Fische besetzen, dann können wir nämlich genau wissen, ey, okay, da wurde eine Quappe gefangen, das Projekt lohnt sich. Die Quappe, boah, die war schon so groß. Ja. Und dementsprechend ganz tolles Projekt. Ich kann wirklich nur sagen, macht mit, engagiert euch für den Artenschutz. Überlegt und sprecht euch ab, ist es möglich, gab es schon vorher bei uns Quappen? Ja, und mit diesem Video möchte ich euch jetzt tatsächlich ein bisschen mehr über die Quappe beibringen. Wir sind heute vom Angelsportverein Witten e.V. 1932 unterwegs, um Quappen abzuholen. Wir fahren jetzt Quappen holen vom Möhnesee, vom Zuchtprojekt. Das sind die Ursprungsquappen aus der Lippe. Und die werden jetzt in NRW an vielen, vielen Stellen ausgesetzt, damit man sie wieder heimisch machen kann. Und bei mir ist der Manfred, Gewässerwart. Und der zweite Gewässerwart bin ich. Und wir werden jetzt die Fische aussetzen und machen euch ein kleines Video dazu. So, wir haben unsere Quappen abgeholt hier am Möhnesee. Von der Quappenaufzug vom Ruhrverband und die werden gleich eingesetzt. So, liebe Leute, das sind die süßen kleinen Quappen. Und die werden jetzt schön hier, wo die Millionen von Wasserflöhe sind, ausgesetzt. Hier sind ganz viele potenzielle Verstecke. Die Quappe zählt zu den Dorschartigen und ist die einzige Vertreterin in unseren Süßwassern. Normalerweise kennen wir ja die einbartigen Dorschartigen, die dann im Meer vorkommen. Das ist der Dorsch, der Kabeljau, der Lenk, der Lump. Und die Quappe hat es irgendwann eiszeitlich geschafft, in diesen eingeschlossenen Seen tatsächlich sich zum Süßwasserart zu entwickeln. Wahrscheinlich ist dann immer mehr Süßwasser dazugekommen. Eisschmelze wird wahrscheinlich einen Grund gehabt haben und auch der Regen, der durch die Flüsse in die Ostsee kommt. Und in diesen arktischen Regionen kommt die Quappe also auch vor. Nordhalbkugel technisch ist auf sehr, sehr kalte Winter angewiesen, braucht also wirklich niedrige Temperaturen. Im Sommer kann die Quappe fast gar nichts fressen, weil die Quappe, ihr passt die Temperatur über 13 Grad nicht. Also irgendwie scheint das sie zu stören. Sie zieht sich dann zurück, frisst auch gar nichts. Und da werden Quappen teilweise nur in Gebirgsflüssen gefangen oder in sehr, sehr tiefe Seen, wo es halt noch im Sommer auch kühl ist. Und ansonsten stellt die Nahrung tatsächlich ein und ernährt sich dann von ihrer Leber. Also die nimmt da die Fettreserven raus und sobald es dann wieder kühler wird, die Wassertemperatur runtergeht, geht sie wieder auf ganz normalen Lebenszyklus, frisst dann auch wieder, ist aktiv. Und im Winter ist sie besonders aktiv und das muss sie auch, weil sie nämlich dann anfängt, ihren Laichpartner zu suchen
Und da sammeln sich ganz viele Männchen klumpenartig irgendwo an einer flachen Stelle. Und dort geht dann das Weibchen hindurch und dann werden die Eier befruchtet. Und ja, was ich noch sagen kann, die Quappe wird eigentlich zu Unrecht als Laichräuber gesehen oder auch ne, bewertet, weil es steht in vielen, vielen Büchern drin, ja klar, man hat versucht, die Quappen aus den Salmonidengewässern herauszubekommen, weil man dachte, man kann den Ertrag erhöhen. Und man hat natürlich auch beobachtet, wie Quappen sich auch hinter den laichenden Forellen den Laich geholt hat. Aber Tatsache ist, eigentlich ist fast jeder Fisch ein Laichräuber. Der Döbel frisst genauso gerne Laich wie der Gründling und der Flussbarsch und die Schleie und der Karpfen und das Rotauge. Also egal was, jeder Fisch frisst irgendwo Laich. Andersrum muss man sagen, Forellen oder auch andere Fische fressen auch junge Quappen. Das ist also ein Kreislauf, ein ökologischer Kreislauf, der unheimlich wichtig ist. Und Quappen sind eine Indikatorfigur für naturaktive Flüsse. Mit Auenlandschaft, mit Senken, mit Gumpen, mit gutem Fischbestand, weil die Quappen nämlich tatsächlich das auch regulieren, sind nämlich deshalb auch unglaublich wichtig zur Bekämpfung für die Grundeln, weil sie natürlich unter dem gleichen Versteck haust wie eine Grundel und die Grundel dann auch fressen kann. Ja, es gibt so viel zu erzählen über die Quappe. Ich mache da noch ein anderes Video zu. Das ist jetzt das Teil 1 Quappe. Ihr kriegt noch ein Teil 2 Quappe. Und wir setzen die jetzt bewusst hier ein, weil wir nämlich hier ein super Nahrungsangebot haben. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar jede Menge Wasserflöhe. Schaut mal. Also wir haben hier so eine Nahrungsdichte, dass die Quappen mit Sicherheit schon bis zum Herbst eine Größe zwischen 10 und 20 cm erreichen können. Und die verstecken sich sofort unter den Steinen. Fressen sich gut satt an den Wasserflöhen. Das ist ja unsere größte Hoffnung, dass die Quappe die Grundel bekämpft. Ja, das Buch ist rausgebracht worden vom Landesfischereiverband Westfalen und Lippe. Die haben sich sehr, sehr stark gemacht in diesem Quappenprojekt. Wirklich toll. Und da sind nochmal die ganzen Leute aufgezählt, die an dem Projekt beteiligt sind. Also auch der Till Säume. Und da sind so viele tolle Leute, auch der Herr Mühlenkamp dabei, die sich wirklich für die Quappe eingesetzt haben. Und ich kann euch empfehlen, dieses Buch einfach mal zu holen. Da ist auch die biologische Station, die hat auch mitgemacht bei dem Projekt. Es sind zahlreiche Elektrobefischungen durchgeführt worden. Da habe ich auch eine Elektrobefischung gemacht, hier in Witten an der Ruhr. Mehrfach, um die Quappe also auch nachzuweisen. Da sieht man auch nochmal, wie die abgestriffen werden. Holt euch dieses Buch. Da steht ganz viel Spannendes dazu drin. Wird man wirklich schlau raus. Und auch wenn man so ne, denkt, die Quappe wäre ein Laichräuber und sich dieses Buch mal durchliest, dann wird man ganz schnell feststellen, dass es tatsächlich nicht so ist. Ganz tolle Sache, also auch nochmal Dankeschön an die Beteiligten von diesem tollen Buch. Ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat.